Recht herzlich willkommen zur 170. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, letztes Mal sind wir hier gelandet, diesmal wollen wir hier hin. Das heißt, wir müssen wieder eine Testkapsel ausgraben und ja, dann schauen, dass wir da hinkommen. Da laden wir dann mal die Testkapsel, ne? Zack, Autosave können wir bestimmt auch nehmen, aber wir machen es lieber so. Gucken noch, ob Forza da drin sitzt. Perzor, so heißt er. Ja, und dann können wir schon zack rüber, oder? Einfach hoch und vorwärts, oder wie war das? Gucken, dass wir es lernen, wie wir da richtig hinfliegen. Kamera ausrichten, das ist unser Weg, ein bisschen näher. SAS anmachen. Dann gehen wir auf 3, 2, 1, go. Dann den Schub, dass wir starten. Dann die Karre drehen. Und dann dahin fliegen. So, ist das ganz nett. Ja. Ja, jetzt haben wir das Bär wieder nie raus. Müssten wir mal austarieren, wo wir sind. Und schmeiß das mal schnell raus. Und das war schon zu spät. Das war nicht gut. Das war eine Bruchlandung. Und wir sind auch ein bisschen weit weg. Das auch noch dazu. Ja, er lebt zum Glück noch. Können wir einen Crewbericht bringen. Hier gibt es nichts zu berichten. Alles klar. Haben wir hier was vom Thermometer noch? Auch nix. Das Gelände rundherum ist vollkommen erforscht wahrscheinlich. Temperatur bringt auch nix. Wo ist der Gu? Da ist der Gu. Der bringt minimal was. Nehmen wir mit. Und gucken wir, dass wir da noch was hinkriegen. Da gibt es auch minimal was. Gut, dann haben wir ihn hier zum Aufsteigen. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. So, hat er einen Bericht? Nee, da gibt's auch nichts. Oberflächenprobe bringt auch nichts. Sparschritte weggehen. Und die Flagge setzen geht aber hier. Weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Aber wir haben es gemacht, ne? Hinterm Zentrum. Ja. Och. Not. Und okay, haben wir. Wir wollen nicht da drauf klettern, sondern wir wollen in die Kapsel wieder gehen. Ja, wir haben alles gemacht, glaube ich, ne? Temperatur, das. Bodenprobe ging nicht, alles andere ging nicht. Das bedeutet, wir bergen das ganze Gefährt und machen es nochmal. Und hoffen, dass wir es diesmal besser schaffen. Da war wieder ein Satz mit X, ne? 0,1 Wissenschaft verdient. Ja, ein bisschen Geld verloren. Aber daran soll es dann auch nicht scheitern. Gut. Das checken, ob Ferzor da noch drin ist. Ist er?
Und dann können wir gleich wieder starten und das gleiche nochmal versuchen. So, da lang. 3, 2, 1, go. Schub geben. So. Ich glaube, wir haben schon so viel Wind, dass er von alleine dahin fliegt, oder wie sehe ich das? Einmal bitte drehen. So. Aber es muss kein Wind sein, es kann aber das Dingens sein, dass es kein zentrales Gewicht ist, ne? So, jetzt müssen wir ein bisschen austarieren. So, da lang. Das sollte reichen. Dann abbremsen. Bisschen links steuern. Bisschen zurück. Kurz einmal den Blick von oben drauf kriegen. Jetzt müssen wir da wieder hin. Und Fallschirm raus. Jetzt müssen wir noch mal da. Kriegen wir das noch hin? Ich glaube schon, ne? Gut, ich glaube, jetzt sollte das mit der Landung klappen, ne? Oder? Keinen Sprit mehr gehabt. Naja. Okay, hat aber funktioniert. Wir stehen auf jeden Fall. Und auch, glaube ich, auf dem richtigen Gebiet. Druck prüfen. Läuft, nehmen. Temperatur messen. Läuft, nehmen. Den GU aufmachen. Haben wir auch. Hier aufmachen. Noch mehr Forschungsdaten. Super. Hier haben wir noch den Crew Report. Auch volle Lotte. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Die Leiter ausfahren. Dann hoffen, dass wir nicht umkippen. Ne, machen wir nicht. Das ist schon mal gut. Dann können wir runtergehen. Und loslassen, Space. Und dann gehen wir zurück. So, dann haben wir hier noch einen EVA-Bericht, der voll läuft. Eine Oberflächenprobe, die gut läuft. Dann stellen wir hier noch eine Flagge auf. Wer weiß, wofür es gut ist. So, und das ist jetzt hier, keine Ahnung. Was war denn das für ein Zentrum? Pilotenzentrum? Kann das sein? Top. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, was es ist. Warte mal, wenn ich jetzt den Bericht prüfen mache, dann sehe ich es doch, oder? Verwaltung ist es. Ah. Ja, dann. Schild lesen. Können wir auch nicht ändern, ne? Top. Super. Ja, können wir nicht ändern, dann ist das so.
Ne, da müssen wir hin. Dann greifen wir und gehen hoch. Dann sind wir drinnen und dann können wir boarden, oder? Haben wir alles gemacht? Das haben wir. Thermometer. Kuh haben wir. Bericht haben wir. Bodenprobe haben wir. Ich glaube, wir haben alles, können wir definitiv bohren. So, da gab es jetzt 29,4 Punkte für. 3 Punkte fehlen uns für das alles Entscheidende. Ja, er hat nichts gekriegt. So, jetzt haben wir dieses und das, glaube ich, noch nicht, ne? Das war ja unser Raumschiffhangar und das Missionszentrum. Gut. Ja, aber ich denke, mal in der nächsten Folge. Das müsste eigentlich soweit erstmal gut sein. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Kurzer Nachtrag. Waren das 160 oder 190 Punkte? Was braucht man? 160, wir können noch eine Forschung machen. Da unten haben wir alles. Gucken wir mal gerade. Hitzeschild, Landebein, Fallschirm, Fahrwerk. Was war das? Fortschrittliche Aerodynamik. Okay, dann können wir besser fliegen. Okay. Schicke Flügel und so. Der hier wäre es wahrscheinlich. Noch mehr Aerodynamik, Strukturflügel, Cockpit, Nachbrennertriebwerk, Doppelkoppler, okay. Rumpfteil. Okay, da kann man dann ein bisschen was mehr rausmachen. Überschallflug, okay. Stellantrieb oder Stellantriebe, aber ist nur einer da. Die Greifeinheit für Satelliten wahrscheinlich, ne? Spezialisierte Konstruktion, Bugnase. Das ist für den Satelliten zum Beispiel drumherum machen. Konstruktionsteile. Eine Andockluke. Ein Doppelkoppler. Und ein radialer Verbindungspunkt. Interessant. Gut. Okay, dann wäre schön, wenn einer zuschaut, der Tralo oder Mordrak, dass die mir mal sagen, welche wir nehmen sollen. Was ihr empfehlen würdet. Tja, so ganz nicht wichtig. Überschall wäre interessant, wenn wir weiter dann mal so einen Gleitsegler da machen wollen. Und sonst wäre vielleicht eher noch das hier das Interessante, ne? Den Fallschirm und so. Naja, okay. Ja, dann haben wir das. Ich sag mal jetzt dann trotz alledem Tschüss, bis zum nächsten Mal und recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, ne? Bis dann. Tschüss.